Herr Gori, Armin Wolf schreibt, kein deutschsprachiger Korrespondent erklärt uns die arabische Welt verständlicher, lebendiger und menschlicher als Karim El-Ghouari. Da werde ich fast rot natürlich. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch der Versuch bei diesem Buch. Es ist natürlich irgendwie keine einfache Materie. Ich glaube, eine der Frustrationen ist tatsächlich, dass man da im ORF steht und zugeschaltet wird und dann heißt es sozusagen, Karim, erkläre mir den Nahen Osten in 1:30 oder die arabische Welt. Und das ist natürlich irgendwie frustrierend. Und irgendwo dieses Buch ist sozusagen der Versuch, eigentlich mal wirklich ausholen zu können und mal wirklich versuchen, vor allem die Zusammenhänge herzustellen. Und dann am Ende kommen die Fäden zusammen. Und irgendwie hoffe ich, dass die Leserinnen und Leser dann sozusagen ein nahöstliches Aha-Erlebnis haben am Ende bei der ganzen Geschichte. Ich erinnere mich an eine Lesung von Ihnen auch, die war in Bregenz. Ich glaube, im Theater Kosmos auch immer ausverkauft. Auch heute werden viele Gäste da sein. Zeigt das auch, wie groß das Interesse am Nahen Osten ist und was da passiert? Und vor allem auch, wenn Sie sagen, 1:30 haben Sie sonst nur Zeit und die Menschen auch danach dürsten, dass sie einfach mehr erfahren und wissen wollen. Ja, also glaube ich sicher. Ich glaube, man muss einfach auch verstehen, also mein Berichtsgebiet ist jetzt nicht kein exotisches Berichtsgebiet. Also ich berichte jetzt nicht über irgendwas in Osttimor, sondern ich berichte etwas, was in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet. Das heißt, ich bin vor ein paar Tagen aus Kairo gekommen nach Wien. Das ist ein dreistündiger Flug, also vom Tahrirplatz, vom Nil an die Donau in 3 Stunden nach Syrien, ist noch kürzer. Das heißt, es findet in unserer unmittelbaren Nachbarschaft statt und das ist auch deswegen unmittelbar miteinander verbunden. Ja? Also wenn es in meiner Region Konflikte gibt, dann lösen diese Konflikte eben Fluchtbewegungen aus, die hierher kommen. Wenn Sie Ihr Auto hier auftanken, woher kommt der Treibstoff? Wenn es irgendwelche Situationen gibt, in denen eben Militanz entsteht und militante Bewegungen, dann wird es automatisch auch zum Sicherheitsproblem für Europa. Wenn wir hier in Europa Waffen produzieren und sie dorthin liefern, dann sind wir auch wieder ein Teil des Problems. Ja? Also wir liefern die Waffen, die dann für Konflikte sorgen, die dann dafür sorgen, dass Flüchtlinge sich wieder auf den Weg nach Europa machen. Also wir sind sozusagen in einer Schicksalsgemeinschaft eigentlich wirklich miteinander verbunden. Das war mir auch wichtig darzustellen. Sie sind 2011 selbst auf dem Tahrirplatz gestanden. Da waren ja die Emotionen groß und die Hoffnungen auch groß. Warum ist 10 Jahre später so eine große Ernüchterung eingetreten? Warum, Sie schreiben auch vom Prozess, der Prozess geht weiter. Warum ist der Prozess aus europäischer Sicht vor allem nicht dort geendet oder geht er weiter, wo wir uns das wünschen? Ja, wir haben uns das natürlich alle gewünscht. Wir haben uns diese arabische Welt, die nun wirklich seit 30, 40 Jahren politisch und wirtschaftlich in der Garage abgeparkt ist und von diesen autokratischen Regimen beherrscht wird, natürlich hat man sich Veränderungen erhofft. Ich glaube, nicht nur auf dem Tahrirplatz, sondern glaube ich wirklich, es war ein Gefühl, glaube ich, was man überall in der Welt hat. Das Interesse war ja damals auch sehr, sehr groß, was da passiert und dann haben die Autokraten das Rad der Geschichte im Wesentlichen wieder zurückgedreht. Aber ich glaube, manche beschreiben sich ja sozusagen, der arabische Frühling ist zum arabischen Winter geworden und ich glaube, wie Sie schon sagten, ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise. Das sind Prozesse, die da losgetreten wurden, die noch kein Ende haben. Also wir haben ja wieder erlebt, dass wir dann vor 2 Jahren, 2019, hatten wir wieder Aufstände. Der Diktator in Algerien wurde gestürzt, Bouteflika, der vor ein paar Tagen gestorben ist. Omar Bashir, der Diktator im Sudan, wurde gestürzt. Protestbewegungen im Irak, Protestbewegungen im Libanon. Also man merkt, diese Geschichte geht weiter. Und das ist ja auch das, was ich versuche in diesem Buch zu beschreiben, diesen Wettlauf der letzten 10 Jahre, der Wettlauf eben zwischen Repression und Rebellion. Und dann ist es wirklich so, dass die einen haben ihre Macht zu verlieren und die anderen haben inzwischen fast nichts mehr zu verlieren in diesem Wettlauf. Also ist das alte Spiel immer nur um Macht und Geld? Es geht im Wesentlichen natürlich um Machterhaltung bei den Autokraten. Ja. Sie haben auch vor einem guten Jahr noch Tunesien hervorgehoben und gesagt, das kann das Aushängeschild werden und so weiter. Jetzt sieht es ja so aus, als ob es ganz in die andere Richtung wieder geht. Was ist dort schiefgelaufen? Es war tatsächlich so, dass Tunesien eigentlich sozusagen das Beispiel war, wo man gedacht hat, okay, das ist das einzige Land, das aus diesem arabischen Frühling als wirklich ein demokratisches Land hervorgegangen ist. Aber eben dann
wahnsinnige soziale und wirtschaftliche Probleme hat. Wir haben eine riesige Arbeitslosigkeit. Im Grunde genommen sind, finde ich, auch die Tunesier ein bisschen in der Luft hängen gelassen worden, auch von Europa, finde ich. Also man hätte Tunesien wirklich viel mehr unterstützen müssen, sozusagen, um eine Schaufensterfunktion zu haben, wie damals West-Berlin gegenüber dem Osten, hätte man Tunesien sozusagen zu einem leuchtenden Beispiel machen können. Man hat die Tunesier da ein bisschen alleine gelassen und jetzt haben wir eine Situation, wo wir einen Präsidenten haben, der im Grunde genommen vor ein paar Wochen die Gewaltenteilung aufgehoben hat und damit eigentlich vollkommen die Demokratie ausgehebelt hat. Und jetzt warten wir, was eigentlich sein Programm ist, was als nächstes passiert. Aber es geht in keine gute Richtung. Sie haben auch geschrieben, Europa würde die arabische Welt missverstehen. Was genau meinen Sie damit? Wo verstehen wir die arabische Welt falsch vor allem? Oder reduzieren wir sie nur? Ich glaube, ein Fehler, den wir machen, wir reduzieren sie. Also wir betrachten sozusagen wirklich alles sozusagen, wir schauen alles unter der religiösen Brille und Islam und versuchen eben alles zu erklären, durch irgendwelche Koranzitate versuchen wir zu erklären, warum die arabische Welt tickt, so wie sie tickt. Und da gibt es ja auch ganze Bestsellerlisten, die uns das irgendwie genau so erklären wollen. Ich erlebe das anders. Es gibt auch inzwischen Umfragen unter arabischen Jugendlichen, in verschiedenen arabischen Ländern, wo tatsächlich zwei Drittel der Jugendlichen sagen, Religion spielt eine zu große Rolle in der Gesellschaft. Also das ist, und beschreibe dann andere Dinge, die ich wichtiger finde, warum zu verstehen, warum die arabische Welt tickt, wie sie tickt. Und das ist vor allem für mich, das unselige arabische Dreigespann. Einmal Armut. Wir haben wirklich zunehmende Armutsraten in der arabischen Welt. Wir haben zum Beispiel ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung muss mit 2 Euro am Tag auskommen unter der Armutsgrenze. 2 Euro am Tag. Wir haben eine unglaubliche Ungleichheit. Und wir haben, gekoppelt ist das Ganze mit einer totalen Machtlosigkeit. Man erlebt das als Frust und kann eigentlich nichts dagegen machen, weil man eben in diesen repressiven Systemen lebt. Sie werden ja auch immer sehr geschätzt, weil Sie auch die menschliche Komponente in Ihrer Berichterstattung beziehungsweise versuchen auch immer rüberzubringen. Ist das auch ein Problem, was wir hier in Europa haben, weil Sie auch sagen, wir schauen mit der Brille drauf, wir sehen die Konflikte dort, die Konfliktherde, dann sehen wir auf der anderen Seite die Emirate, wo das Geld nur so sprudelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Können wir Medien da auch etwas dazu beitragen, dass wir vielleicht anders darauf schauen? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf Augenhöhe auf die Menschen schaut und nicht von oben herab. Und das ist, glaube ich, immer noch, wir sind relativ arrogant in der Art und Weise, wie wir vor allem auf die Menschen in dieser Region blicken. Und ich glaube, das ist mir zumindest ein sehr wichtiges Anliegen, dass man eben auf Augenhöhe die Menschen betrachtet und dass man sie auch in der Berichterstattung nicht immer nur zu Objekten macht, sondern sie einfach zu Subjekten macht, dass sie selber sagen, was sie denken, was sie fühlen in einer bestimmten Situation. Und für mich ist dann ein guter Bericht, den ich gemacht habe für den ORF, ist für mich dann, wenn sich jemand in seinem Fernsehsessel zurücklehnt und sagt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Wie würde ich in dieser Situation denken? Dann, glaube ich, habe ich gute Arbeit gemacht. Also das ist, glaube ich, diese Augenhöhe herzustellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Problem in unserer westlichen Welt, dass wir zu wenig oft in die Helikopterperspektive gehen und auch eben auf Augenhöhe versuchen zu kommunizieren und uns selbst reinzudenken. Und dadurch Fehler machen, riesige Fehler machen. Wir haben das jetzt wieder erlebt mit Afghanistan, ja, wo man im Grunde genommen 2 Jahrzehnte lang eine Sandburg errichtet hat, die innerhalb von wenigen Tagen zerbröselt ist. Hätten Sie das erwartet, dass es so schnell geht? Vielleicht nicht, dass es so schnell geht, aber ich glaube schon, also einer der Lehren, die man wirklich aus den letzten 20, 30 Jahren ziehen kann, ist, dass jeder westliche Versuch, auch mit der stärksten Armee der Welt, zu versuchen, Machtverhältnisse in einem Inneren eines Landes in seinem Sinne zu verändern, sind, glaube ich, wirklich alle in die Hose gegangen. Wenn ich mir überlege, der Irakkrieg 2001, George W. Bush hat sich hingestellt auf dem Flugzeugträger hinterher, eine Mission accomplished. Seitdem herrschten im Irak, in Bagdad Regierungen, die mehr oder weniger dem Iran zugewendet waren als den Amerikanern. Also ziemlich das Letzte, was sich George W. Bush damals unter der Veränderung der Machtverhältnisse vorgestellt hat. Und sowas Ähnliches erleben wir natürlich jetzt wieder auch in Afghanistan. Es funktioniert so nicht, wenn sozusagen die Leute nicht selber die Veränderung selber in die Hand nehmen. Und dann, glaube ich, müssen sie tatsächlich unterstützt werden.
Hier hat man oft auf Social Media und so gelesen und in diversen Foren, warum haben die Menschen sich dort nicht gewehrt, warum sind sie nicht auf die Straße gegangen. Auffallend war auch in Social Media zu sehen, wie vor allem Frauen auf die Straße gehen und protestiert haben. Sind das die besonders Notleidenden jetzt unter diesem Regime dann in Taliban? Naja, ich glaube auch, das ist ein Prozess. Ja? Also ich glaube, warum das so schnell gegangen ist, war vor allem, weil diese Bevölkerung nach 20, 30 Jahren Krieg, erst mit den Sowjets und dann mit den Amerikanern und einfach unglaublich kriegsmüde war. Die wollten einfach nicht nochmal jetzt irgendwie einen bewaffneten Konflikt anfangen mit den Taliban und anderen Teilen der Bevölkerung. Ich glaube, das ist diese Kriegsmüdigkeit ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum das so ruhig so schnell vonstatten gegangen ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das das Ende des Prozesses ist. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass sehr mutige afghanische Frauen auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass zum Beispiel die Frauen weiter im Bildungssystem bleiben, dass die Mädchen weiter in die Schule gehen und ähnliches. Das heißt, es geht weiter. Ja? Und es ist keine statische Situation. Auch die Taliban sind keine statische Situation. Und wenn sie sich nicht genug bewegen, werden sich die Leute auch wieder gegen sie wehren, letztendlich. Muss man aber sonst befürchten, dass wieder Generationen oder zwei verloren sind, die eben keinen Zugang zur Bildung erhalten und Ähnlichem? Ja, klar. Also Prozess heißt nicht unbedingt, dass irgendwas morgen früh passiert. Aber wenn es sozusagen von den Leuten selbst vonstatten geht, ist es halt auch nachhaltig. Und wenn wir das von außen machen, haben wir gesehen, es ist eben nicht nachhaltig, sondern tatsächlich eine Sandburg. Wie muss man eigentlich so Bilder interpretieren, wenn man die Taliban in Tretbooten sieht, im Fitnesscenter und da geistern ja auch diverse Videos und Zeug. Wie interpretieren Sie oder wie kommen so Bilder auf Sie zu? Ich muss sagen, ich bin kein Afghanistan-Experte, aber man macht sich dann über sie lustig und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber ein Fehler, sie nicht ernst zu nehmen. Also das ist, aber wie gesagt, ich glaube, dass Afghanistan erstmal abgehakt ist, dass, wenn es da überhaupt eine Veränderung geben wird, dann muss es von den Afghaninnen und Afghaninnen selber kommen und ich glaube, was wir erleben werden, zuallererst mal ist eine humanitäre Katastrophe, die dort stattfinden wird, die wahrscheinlich sozusagen vom Titel her größer werden wird als die Taliban am Ende. Wer sind denn die neuen, alten Player in der Region, die auch etwas bewegen könnten, grundsätzlich im Nahen Osten, um diesen mehr zu befrieden oder Konflikte aus der Welt zu schaffen? Also was wir in den letzten, auch 15, 20 Jahren erlebt haben, ist ein Rückzug der USA, ein langsamer Rückzug aus der Region. Also das ist Afghanistan, was Sie sagen, jetzt das letzte Kapitel, aber das hat ja im gewissen Sinne schon vorher stattgefunden. Man hat sich die Truppen aus dem Irak zurückgezogen, man hat Truppen aus Nordwestsyrien zurückgezogen. Also dieser Rückzug findet statt. Und wir erleben, dass dieses Vakuum von den Regionalmächten gefüllt wird. Mhm. Also die wichtigsten Player heute in der Region, die irgendwas bewegen können, ist der Iran, ist die Türkei und ist Saudi-Arabien und vielleicht demnächst wieder Ägypten. Das sind so die wichtigsten, also die Regionalmächte spielen, glaube ich, eine immer wichtige Rolle. Und die machen das natürlich dementsprechend, was ihr nationales Interesse ist. Also da kann vielleicht eine Saudi-Arabien ein Bündnispartner von uns sein oder die Türkei ist NATO-Partner. Aber wenn es um sozusagen die Ordnung in der Region geht, halten sich die Länder erstmal ihren eigenen nationalen Interesse und versuchen das eben dementsprechend zu gestalten. Aber sie sind, glaube ich, die Gestalter und sie sind auch in Zukunft, wird die Rolle dieser Länder immer größer werden und die Rolle der USA, glaube ich, noch mehr schwinden. Muss man eigentlich auch fürchten oder annehmen, dass auch China irgendwo in diesem Spiel mitspielen wird? Weil die haben ja Grenze zu Afghanistan zum Beispiel, halten sich aber ziemlich raus, aber haben ja auch sehr imperiale, kolonialistische Bedürfnisse. Ja, wer im Moment eigentlich noch mehr dieses Vakuum füllt, ist eigentlich Russland. Wir haben das erlebt in Syrien. Ja. Also die Amerikaner haben gesagt, wir wollen uns da nicht so groß einmischen. Die Russen haben dieses Vakuum sofort gefüllt, zusammen mit den Iranern. Wir erleben was Ähnliches auch in Libyen, wo eben russische Söldner vor Ort sind. Also da wird dieses Vakuum eben sowohl von den Regionalmächten, aber in dem Fall eben auch oft von Russland in Verbindung mit einer Regionalmacht gefüllt tatsächlich. Also das Problem ist, dass diese großen militärischen Interventionen kein einziges Problem gelöst haben und dass sie eigentlich, glaube ich, von Anfang an falsch waren. Aber dass man natürlich dann irgendwann an einem Punkt ist, wo es auch problematisch ist, da wieder wegzugehen.
Weil natürlich, wir erleben das ja in Afghanistan und wir haben das an anderen Orten erlebt, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, die erst gar nicht da hätten da sein sollen. Aber wenn sie sich zurückziehen, wird dieses Vakuum nicht mit internationalem Recht und Rechtsstaatlichkeit gefüllt, sondern möglicherweise mit eben anderen Playern, die zum Teil eben noch problematischer sind. Ja. Taliban in Afghanistan, autokratisches System in Arabien, Militärdiktatur und so weiter. Was für Optionen haben denn junge Menschen? Ist die für viele wirklich nur die einzige Option, zu flüchten, den Weg nach Europa zu suchen? Naja, also die Situation verschärft sich für sie. Wir haben 60% der, wenn wir von jungen Leuten reden, ja, 60% der Bevölkerung in der arabischen Welt sind unter 30. Also wir reden hier sozusagen demografisch von der Mehrheit der Bevölkerung. Und die erleben natürlich dieser Frust, dass sich ihre Lebenssituation zum Teil noch immer mehr verschlechtert, dass sie gleichzeitig sehen, dass sie nichts dagegen machen können. Sie sind sehr gut informiert über die sozialen Medien, also sie wissen ganz genau Bescheid, was falsch läuft, können aber gleichzeitig nichts dagegen machen. Und im Grunde genommen, ich habe das in diesem Buch auch ein bisschen versucht zu deklinieren, es gibt eigentlich nur vier Optionen für sie. Sie können entweder resignieren und sich einfach ihrem Schicksal hingeben, und das ist sicherlich die Mehrheit der Bevölkerung. Sie können ihre Köfferchen packen und versuchen auszuwandern oder zu flüchten. Sie können sich einer militanten Organisation anschließen wie Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Oder sie können wieder auf die Barrikaden gehen, wie sie es schon vor 10 Jahren gemacht haben. Und all das passiert gleichzeitig im Moment. Reicht es da, wenn die österreichische Regierung ankündigt, dass man ja die Auslandshilfen verstärken will, um auch das Fluchtbegehren der jungen Menschen unterbinden zu können, beziehungsweise man will Signale aussenden, dass sie sich erst gar nicht auf die Flucht machen? Sind das Signale oder nimmt das überhaupt jemand wahr? Nein, also ich glaube auch wirklich, dass jeder weiß, dass das wirklich Sonntagsreden sind, die relativ wenig kosten. Ja, also wenn du wirkliche Hilfe vor Ort organisieren müsstest, dann müsstest du das in einem ganz anderen Stil machen. Da geht es nicht darum, irgendwo 50 Zelte hinzuschicken, sondern es geht wirklich darum, gerade zum Beispiel den Ländern zu helfen, die ja einen Großteil der Flüchtlinge tatsächlich aufnehmen. Wir haben jetzt wieder, schauen wir mal, wo diese ganzen afghanischen Flüchtlinge enden werden, außer die, die es mit dem Flugzeug in die USA geschafft haben oder irgendwo nach Europa. Ist natürlich, wir werden es erleben, dass es Fluchtbewegungen auch über den Landweg geben wird. Und die Frage, wo dann die Leute am Ende landen würden und wie diese Länder, die sie dann aufnehmen, tatsächlich auch unterstützt werden und nicht nur in irgendwelchen Sonntagsreden. Abschließend, ich habe gesagt, Sie sind auch hier im Medienhaus zu Gast, waren aber auch im Marianum bei Schülern. Was waren denn da die drängendsten Fragen? Was hat denn die jungen Menschen vor allem interessiert? Eigentlich ist fast das Gleiche, was Sie gerade gefragt haben, ist faszinierend. Also es war ein sehr, sehr neugieriges Publikum. Ja? Also sie waren ja so zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie waren also sehr neugierig. Einer der interessantesten Dinge, die ich mit Ihnen diskutiert habe, ist, was Sie sich vorstellen, wie Nachrichten ausschauen sollten. Weil wir haben natürlich ja nicht nur im ORF, sondern alle öffentlichen Rechtlichen haben natürlich das Problem, dass gerade die Informationen die Zuschauer vollkommen überaltet sind. Ja? Also wir merken das zum Beispiel, wenn wir uns sowas anschauen wie die ZDF-Nachrichten, da muss man sich ja nur die Werbeblöcke anschauen, vorher und nachher, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, dann weiß man ungefähr, welche Altersgruppe sozusagen diese Information konsumiert. Das heißt, es gibt ein riesiges Problem, wie man junge Leute dazu bringt, Informationen zu konsumieren. Und das war einer der spannendsten Dinge, finde ich, die wir da diskutiert haben, weil einerseits sozusagen sagen manche, es muss halt irgendwie kurz und zackig sein. Ich glaube eher, dass es was anderes sein muss. Ich glaube, dass viele von denen halt den ganzen Tag im Internet rumsurfen. Und was wir machen müssen als öffentlich-rechtliche Fernsehstation, ist, einen Mehrwert zu schaffen zum Internet. Und den schafft man, glaube ich, nicht durch irgendwelche kurzen Nachrichtensendungen, sondern den schafft man durch das Gegenteil, durch lange Nachrichtensendungen, indem man eben den Mehrwert schafft von längeren Reportagen, längeren Hintergrundberichten, längeren Diskussionen, weil ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, glaube ich, nicht nur für Jugendliche ist ja heute, dass man in diesem Wust von Informationen es schafft, die Dinge irgendwie einzuordnen. Und dazu braucht man nicht Kürze, sondern Länge, glaube ich. Ja.